Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Alif Lam Mim. Besiegt sind die Römer. In dem Land nahe bei, doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein. In wenigen Jahren, Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher, und an jenem Tag werden die Ungläubigen frohlocken. Mit Allahs Hilfe, er hilft, wem er will, und er ist der Allmächtige, der Barmherzige. Die Verheißung Allahs, Allah bricht seine Verheißung nicht, allein die meisten Menschen wissen es nicht. Sie kennen nur die Außenseite des Lebens in dieser Welt, des Jenseits aber sind sie gänzlich achtlos. Haben Sie denn nicht nachgedacht in Ihrem Innern? Allah hat die Himmel und die Erde und was zwischen den beiden ist, nur in Weisheit geschaffen und auf eine bestimmte Frist. Doch wahrlich, viele unter den Menschen glauben nicht an die Begegnung mit ihrem Herrn. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie sehen konnten, wie das Ende derer war, die vor ihnen waren? Jene waren stärker als sie an Kraft, und sie bebauten das Land und bevölkerten es mehr, als diese es bevölkert haben. Und ihre Gesandten kamen zu ihnen mit offenkundigen Zeichen. Und Allah wollte ihnen kein Unrecht antun, sondern sie selbst haben sie Unrecht getan. Übel war alsdann das Ende derer, die Üblis taten, da sie die Zeichen Allahs verwarfen und über sie zu spotten pflegten. Allah bringt die Schöpfung hervor, dann lässt er sie wiederkehren. Zu ihm dann werdet ihr zurückgebracht werden. Und an dem Tage, da die Stunde herankommt, werden die Schuldigen von Verzweiflung übermannt werden. Denn keiner von ihren Göttern wird ihnen Fürsprecher sein, und sie werden ihre Götter verleugnen. Und an dem Tage, da die Stunde herankommt, an jenem Tage sollen sie voneinander getrennt werden. Was nun die betrifft, die glaubten und gute Werke übten, so werden sie in einem Garten glücklich gemacht werden. Jene aber, die ungläubig waren und unsere Zeichen und die Begegnung im Jenseits leugneten, diese sollen zur Strafe herbeigebracht werden. Preis sei denn Allah, wenn ihr den Abend antretet und wenn ihr den Morgen antretet. Denn ihm gebührt aller Preis in den Himmeln und auf Erden und am Nachmittag und wenn ihr das Sinken der Sonne seht. Er lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und lässt das Tote hervorgehen aus dem Lebendigen. Er belebt die Erde nach ihrem Tode und in gleicher Weise sollt ihr wieder hervorgebracht werden.
Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er euch aus Erde erschuf, alsdann, siehe, seid ihr Menschen, die sich weiterhin verbreiten. Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er Gattinnen für euch schuf aus euch selber, auf dass sie ihr Frieden in ihnen findet, und er hat Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Und unter seinen Zeichen ist die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Hierin sind wahrlich Zeichen für die Wissenden. Und unter seinen Zeichen ist euer Schlafen bei Nacht und bei Tag und euer Trachten nach seiner Gnadenfülle. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das hört. Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er euch den Blitz zeigt, zu Furcht und Hoffen und Wasser vom Himmel herniedersendet und damit die Erde belebt nach ihrem Tod. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das versteht. Und unter seinen Zeichen ist dies, dass Himmel und Erde feststehen auf sein Geheiß. Alsdann, wenn er euch ruft, mit einem Ruf aus der Erde siehe, dann werdet ihr hervorgehen. Sein ist es, wer in den Himmeln und auf Erden ist. Alle sind ihm gehorsam. Und er ist es, der die Schöpfung hervorbringt, dann wiederholt er sie, und dies ist ihm noch leichter. Sein ist das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige, der Allweise. Er setzt euch ein Gleichnis von euch selber. Habt ihr unter denen, die eure Rechte besitzt, Teilhaber an dem, was wir euch gaben? Seid ihr darin also gleich und fürchtet ihr sie, wie ihr einander fürchtet? Also machen wir die Zeichen klar für ein Volk, das versteht. Die Ungerechten aber folgen ihren bösen Gelüsten ohne Einsicht. Und wer kann den leiten, den Allah zum Irreführenden erklärt? Für solche wird es keine Helfer geben. So richte dein Antlitz auf den Glauben wie ein Aufrechter und folge der Natur, die Allah geschaffen, worin er die Menschheit erschaffen hat. Es gibt kein Ändern an Allahs Schöpfung. Das ist der beständige Glaube. Allein die meisten Menschen wissen es nicht. Zu ihm euch wendend und fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und seid nicht unter den Götzendienern. Unter denen, die ihren Glauben spalten und in Parteien zerfallen, und jede Partei freut sich über das, was sie selbst besitzt.
Und wenn ein Drangsal die Menschen befällt, dann rufen sie zu ihrem Herrn, sich reuig zu ihm wendend. Hernach aber, wenn er sie seine Barmherzigkeit kosten lässt, siehe, dann stellen einige von ihnen ihrem Herrn Götter zur Seite. Um das zu verleugnen, was wir ihnen gegeben, ergötzet euch denn eine Weile, bald jedoch werdet ihr es erfahren. Haben wir ihnen etwas Ermächtigung niedergesandt, die für das sprache, was sie zu ihm zur Seite stellen? Und wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen, freuen sie sich ihrer. Doch wenn sie ein Übel befällt, um dessen Willen, was ihre eigenen Hände vorausgesandt, siehe, dann verzweifeln sie. Haben Sie nicht gesehen, dass Allah die Mittel zum Unterhalt weitet und beschränkt, wem er will? Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das glaubt. So gib dem Verwandten, was ihm zukommt, wie auch dem Bedürftigen und dem Wanderer, dass das Beste für die, die nach Allahs Antlitz verlangen, und sie sind die Erfolgreichen. Was immer ihr auf Zinsen verleiht, damit es sich vermehre mit dem Gut der Menschen, es vermehrt sich nicht vor Allah. Doch was ihr an Zakat gebt, indem ihr nach Allah Antlitz verlangt, sie sind es, die vielfache Mehrung empfangen werden. Allah ist es, der euch erschaffen hat. Dann hat er euch versorgt, dann wird er euch sterben lassen und dann wird er euch wieder lebendig machen. Ist etwa unter euren Göttern einer, der etwas von diesem vollbringen könnte? Gepriesen sei er und hoch erhaben über das, was sie anbeten. Verderbnis ist gekommen über Land und Meer, um dessen Willen, was die Hände der Menschen gewirkt, auf dass er sie kosten lasse, die Früchte so mancher ihrer Handlungen, damit sie umkehren. Sprich, reiset umher auf Erden und seht, wie das Ende derer zuvor war. Die meisten von ihnen waren Götzendiener. Richte dein Antlitz auf den beständigen Glauben, bevor der Tag kommt, für den es keinen Wehren mehr gibt gegen Allah. An jenem Tage werden sie gespalten sein. Wer ungläubig ist, auf ihn sein Unglaube, und wer Rechtes tut, der bereite es sich selbst. Dass er lohnen möge aus seiner Gnadenfülle denen, die glauben und das Rechte tun. Wahrlich, er liebt nicht die Leugner. Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er die Winde entsendet mit froher Botschaft, auf dass er euch von seiner Barmherzigkeit kosten lasse, und dass die Schiffe segeln auf sein Geheiß, und dass ihr nach seiner Gnadenfülle trachtet und dass ihr dankbar seid.
Wir schickten schon Gesandte vor dir zu ihrem eigenen Volk. Sie brachten ihnen klare Beweise, dann straften wir die Schuldigen. Und es lag uns ob, den Gläubigen zu helfen. Allah ist es, der die Winde entsendet, so dass sie eine Wolke hochtreiben. Dann breitet er sie am Himmel aus, wie er will, und häuft sie auf, Schicht um Schicht. Und du siehst den Regen hervorbrechen aus ihrer Mitte. Und wenn er ihn fallen lässt, auf wen er will, von seinen Dienern siehe, dann jauchzen sie. Wiewohl sie zuvor, ehe er auf sie niedergesandt ward, in Verzweiflung waren. Drum schau hin auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie er die Erde belebt nach ihrem Tode. Wahrlich, derselbe Gott wird auch die Toten beleben, denn er vermag alle Dinge zu tun. Und wenn wir einen Wind entsendeten und sie sähen ihre Ernte vergilben, so würden sie gewisslich danach undankbar sein. Und du kannst die Toten nicht hörend machen, noch kannst du die Tauben den Ruf hören machen, wenn sie den Rücken kehren. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum leiten. Nur die wirst du hörend machen, die an unsere Zeichen glauben und sich ergeben. Allah ist es, der euch in Schwäche erschaffen hat, und nach der Schwäche gab er Stärke. Dann wiederum nach der Stärke gab er Schwäche und graues Haar. Er schafft, was er will, und er ist der Allwissende, der Allmächtige. Und an dem Tag, da die Stunde herankommt, werden die Missetäter schwören, dass sie nicht länger als eine Stunde gesäumt, so haben sie sich denn immer getäuscht. Doch die, denen Kenntnis und Glauben verliehen ward, werden sprechen, ihr habt für wahr, gemäß dem Buche Allahs, bis zum Tage des Wiederaufstiegs gesäumt. Und das ist der Tag des Wiederaufstiegs, allein ihr wollt es nicht wissen. So werden denn an jenem Tag ihre Ausreden den Frevlern nichts fruchten, noch werden sie Gunst finden. Wahrlich, wir haben den Menschen in diesem Koran aller Art Gleichnis aufgestellt. Aber wenn du ihnen seine Zeichen bringst, dann werden jene, die ungläubig sind, sicherlich sagen, ihr seid nur Lügner. Also versiegelt Allah die Herzen derer, die unwissend sind. So sei geduldig, trauen, die Verheißung Allahs ist wahr, und lasst nicht jene, die keine Gewissheit haben, dich ins Wanken bringen.